Welche Pflichten hat der Arbeitnehmer? Pflichten des Arbeitnehmers. Nun, zunächst einmal muss der Arbeitnehmer arbeiten, seine Arbeitsleistung erbringen, wie man auch etwas geschraubter sagen kann. Er muss Weisungen folgen, er ist also weisungsgebunden. Er ist verpflichtet zur Verschwiegenheit. Er darf also keine Geschäftsgeheimnisse verraten und so etwas. Er unterliegt dem Wettbewerbsverbot, dem gesetzlichen Wettbewerbsverbot. Das heißt, er darf, während er dort beschäftigt ist, seinem Arbeitgeber keine Konkurrenz machen, gesetzliches Wettbewerbsverbot. Und er hat die Pflicht zur Schadensabwendung. Das heißt, wenn er einen Schaden auf seinen Arbeitgeber zukommen lässt, dann kann er nicht einfach die Hände verschränken oder die Arme verschränken, wollte ich sagen, und sagen, ja, lass mal kommen, der hat es eh verdient. Sondern er muss diesen Schaden abwenden. Er muss dann Alarm schlagen sozusagen oder sonst irgendetwas tun. Und jetzt kann man diese Sachen hier, also mach mal hier ein Sternchen und hier ein Sternchen und hier ein Sternchen. Das kann man noch zusammenfassen. Das nennt man die Treuepflicht. Ja, das ist eine Nebenpflicht. Die Hauptpflicht ist, seine Arbeitsleistung zu erbringen, den Weisungen zu folgen dabei. Und die Treuepflicht ist die Nebenpflicht des Arbeitnehmers. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.